Ja, was mache ich hier? Ich baue gerade das Equipment auf für unseren Käsekuchendiskurs am Sonntag. Da findet wieder der Netzökonomie-Campus statt. Und ja, da sind wir diesmal, ich glaube, zu 12. Also einen Spitzenwert erreicht. Wir haben ja mal in kleiner Runde begonnen. Es ist mittlerweile der sechste Netzökonomie-Campus, der über die Bühne geht. Und beim ersten, weiß ich nicht, da waren wir glaube ich 4 oder 5. Ja, es wächst. Das findet hier in meiner Bibliothek in Bonn-Duesdorf statt. Und ja, da wäre dann auch noch jemand dazuschalten aus Bayern, nämlich den Roman Rackwitz. Und natürlich auch die Geschichte etwas breiter anlegen, können wir natürlich das nicht mit Hochformat machen, denn wir müssen ja irgendwie 12 Leute ins Bild rücken, und dann machen wir es natürlich mit Hangout on Air. Den Google-Dienst hat man, da hat man natürlich auch den Vorteil, dass das direkt als Konserve bei YouTube vorliegt, und ja, die Livestreaming-Apps, Meerkat, Periscope sind sicherlich gut, wenn man unterwegs ist, wenn man schnell was aufnehmen will. Aber bei so einer größeren Talkrunde, da ist dann Hangout on Air der Dienst der ersten Wahl. Ja, was braucht man alles an Technik? Also wenn wir mit 12 Leuten hier diskutieren, braucht man natürlich mehr als nur ein Mikrofon, damit wirklich das in der Akustik und im guten Ton sehr gut rüberkommt. Also ja, arbeite ich natürlich mit einem Mischpult, hier den von Behringer. Da passen 4 XLR-Mikrofone ran. Normalerweise bei dem Käsekuchen-Diskurs, wenn wir so 4, 5 Leute waren, habe ich dann also 2 solcher Richtmikrofone eingesetzt. Das ist hier eins von Thomann. Gibt sicherlich auch noch andere gute Firmen, die prima Richtmikrofone haben. Und ja, und dann werde ich wahrscheinlich noch diesmal neben dem zweiten Thomann, das sieht hier etwas, das ist das, da habe ich hier noch ein Klebeband drum gemacht. Das war ein Tipp von dem Kai Hüßberg, damit das beim Interviewen nicht wackelt im Gelenk und man diese Geräusche dann mit aufnimmt. Deswegen habe ich hier so ein Lenkerband drum gemacht. Ja, und dann habe ich noch hier im Tür diese Studiomikrofone von Sennheiser. Die werde ich dann noch mit anschließen. Da habe ich noch ein zweites. Ne? So, dann kann ich also mit 4 Mikrofonen operieren. Und was noch sinnvoll ist bei dem Livestream, wenn man das mit einem Mischpult macht, egal ob man jetzt einen eigenen Mischpult hat, also wie dieses Behringer Teil, oder ein kleines, was vielleicht nur 2 XLR-Anschlüsse hat, da ist halt so ein Controller gut, den man zwischenschaltet zwischen einem Mischpult und dem Laptop, denn das hat eine USB-Schnittstelle. Ne? Also das hat, hier ist irgendwas abgegangen, warte mal, ich muss mich mal hier kurz wieder befestigen. So. Also mit diesen Klinkensteckern gehe ich an das Mischpult ran. Andere Ende sieht so aus. Hier. So. Und ja, und dann hat es eben auch eine Schnittstelle zum Computer. Und eine USB-Schnittstelle. Und das sieht so aus. Ne? So, also. Ein praktisches Teil, kostet glaube ich um die 30 Euro. Das ist auch von Behringer, gibt es auch bei Thomann. Das sollte man sich besorgen, wenn man auch unterwegs ist, beispielsweise bei einer Messe oder beim Konzert oder bei einer Literaturlesung oder was auch immer und eine Verstärkeranlage da ist. Also ein richtiges Profigerät, das hatte ich beispielsweise auf der CeBIT.
Da habe ich ja so einen Dauer-Livestreaming-Hangout-on-Air-Welt-Deutschland-Rekord aufgestellt. Und weiß ich nicht, mit wie vielen Livestreams ich da rausging. Ich glaube, das waren über 50. Und da gab es natürlich viele Vorträge am Messestand. Und da war ein Podest aufgebaut, wie man das kennt. Es gab auch Roundtable-Gespräche. Und die sind natürlich dann auch übertragen worden, dass also die Messebesucher das mitbekommen konnten. Und da hatten sie ein Yamaha-Mischpult, also ein richtiges Profi-Gerät. Dahinter kann natürlich mein Behringer hier nicht gegen anstinken. Und dann habe ich quasi mich reingeschaltet in dieses Mischpult mit diesem U-Control-Gerät. Das ist das U-Control UCA 222, also 3 mal die 2. Sieht so aus. Ja. So, und dann hatte ich halt wirklich den super satten Sound von einer Yamaha-Anlage reinbekommen in meine Live-Hangouts, und das war eine 1A-Qualität. Ach, übrigens, das Thema am Sonntag ist Open-Space-Formate, also die Barcamps beispielsweise, jetzt erst recht, denn wir hatten bei der fünften Netzökonomie-Runde mit Käsekuchen natürlich eine kleine Disputation über die Sinnhaftigkeit von Barcamps. Da gab es halt einen Protagonisten, der meinte, das sei alles Quatsch in die Netzgemeinde, das seien doch alles eher esoterische Spinner. Und ja, da habe ich halt dann gegengehalten und habe das dann auch nochmal in meiner Kolumne aufgegriffen. Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich halte solche offenen Formate für sinnhaftig, besser als diese ganzen Wirtschaftskonferenzen, die ich normalerweise als Journalist besuche. Ich will jetzt keinen Veranstalter nennen, also was am Fließband so angeboten wird, PowerPoint-Präsentationen, Plastikdeutsch und das übliche Phrasengeklingel, was man da erlebt auf solchen klassischen Wirtschaftskonferenzen. Und da unterscheiden sich doch die Barcamps ohne Themenschwerpunkt und auch mit Themenschwerpunkt deutlich. Und dann wollen wir natürlich auch am Sonntag diskutieren über ein Open-Space-Format, was wir selbst aus dieser Käsekuchenrunde heraus organisieren oder wo die Idee entstanden ist, nämlich die Next Economy Open, die am 9. und 10. November im Rheinischen Landesmuseum in Bonn stattfinden wird. Die Hauptorganisation liegt bei meiner Frau und bei mir. Und dann werden noch Michael Zachau und Jürgen Steudner und wahrscheinlich auch andere noch mithelfen, dass das programmatisch wirklich eine gute Sache wird. Und das ist so eine Melange aus Barcamp und Republika. Es wird also, das sind zwei Tage, es wird am ersten Tag Barcamp geben und am zweiten Tag sogenannte Call-for-Paper-Sessions zu fünf Schwerpunktthemen. Wir haben, wenn ich das mal zeigen darf, hier haben wir schon vorgearbeitet, was es also für Schwerpunktthemen gibt, also Kundendialog im Social Web vor allen Dingen, New Work, also eher so Arbeiten 4.0 Themen, da sehen wir dann den Ole Wintermann, der uns da vielleicht unterstützt. Das digitale Unternehmen als, sagen wir, eher übergeordnetes Thema. Digitales Unternehmen, digitale Organisation. Und das Thema Growth Hacking. Das sind 4 Themen, nicht 5 Themen. Vielleicht kommt noch ein 5. Thema hinzu. Vielleicht hat der Jürgen Steudner noch eine Idee. Thema irgendwie Innovation, aber irgendwie anders genannt, weil ich generisch finde und ein bisschen allgemein. Da muss sicherlich dann noch ein bisschen mehr kommen. Und das wären die 4 Schwerpunktthemen für die Call for Paper Sessions. Aber dazu werden wir noch einiges sagen. In der nächsten Woche ist, glaube ich, dann auch die Next Economy Open Website dann fertig. Da findet ihr dann die ersten Informationen, und in den nächsten Wochen und Monaten kommt da natürlich noch mehr dazu und ihr bekommt noch weitere Informationen. Was gibt es noch zu sagen? Also die Runde am Sonntag, Thema eben Open Space Formate jetzt erst recht, wo wir natürlich auch dann
eine ganze Menge sicherlich auch zur Next Economy Open diskutieren werden. Vielleicht kommen ja dann noch weitere Ideen auf. Die Runde findet um 16 Uhr statt. Also 16 Uhr starten wir den Livestream. Die ganzen Gäste werden sich so ab 15 Uhr hier einfinden, weil es ja nun traditionell so ist, dass wir zum zum Netzökonomie Campus auch Käsekuchen verspeisen und Kaffee trinken dabei und vielleicht noch Prosecco und Wein und sonst was. Ja, ich glaube, das wird mit den 12, die kommen, vielleicht sind 10, weiß ich nicht, wird das, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Im nächsten Monat sind wir dann übrigens im oder am Haus der Architektur in Köln, Mitte August. Da geht es um das Thema die vernetzte Stadt. Ja, also wie kann man, sagen wir, kulturelle Geschichten, bauliche Geschichten mit Netzgeschichten verbinden. Freifunk wird sicherlich da auch eine Rolle spielen. Wie schafft man also ein Netz mit öffentlichen WLANs über die Freifunkroute? Was muss sonst noch passieren, damit man also die Stadt und die gesamte Urbanität der Stadt stärker auch verbindet mit dem Internet? Das wird also Mitte August sein. Nächste Woche habe ich da noch zwei interessante Autorengespräche mit Kerstin Hoffmann über ihr neues Buch Web oder Stirb und dann mit dem früheren Telekom-Personalvorstand Thomas Sattelberger. Da gibt es ein Bibliotheksgespräch und der Thomas Sattelberger wird hier in der Bibliothek sein. Und das wird sicherlich auch ein sehr, sehr ausführliches Gespräch geben. Da geht es bestimmt auch um die digitale APO. Also wie kann man verkrustete Strukturen in Wirtschaft und Politik aufbrechen mit der digitalen APO, mit so einer Graswurzelbewegung. Was muss also passieren, dass sagen wir, die bürokratischen Organisationen sich stärker öffnen, transparenter werden, sich verflüssigen, stärker den Dialog suchen mit der Netzöffentlichkeit. All das kommt da dann auf die Agenda. Da freue ich mich sehr darüber. Ihr bekommt auch rechtzeitig natürlich eine Einladung, die ich über Twitter und Facebook kommuniziere. Und natürlich, da muss ich auch eine Google Plus Event-Seite aufsetzen. Das läuft natürlich dann auch über Hangout on Air. Denn ich finde, ein Querformat, was dann halt nicht über ein mobiles Endgerät geht, sondern über einen Laptop und was ich dann einfange mit einer Logitech Conference Cam, da ist die Gesprächssituation dann über so eine Logitech dann besser darstellbar. Und das Bild ist einfach auch besser und darüber hinaus ist die Konserve, was ich am Anfang sagte, direkt auf YouTube abrufbar. Ja, das war so ein kleiner Einblick auf die morgige Runde. Ich kann das jetzt nochmal zeigen, wie das hier aussieht in der Printphase sozusagen. Hier ist das Mischpult. Ja, da wird dann steht der Laptop. Ich positioniere das ein bisschen anders. Ein bisschen Platz brauchen wir natürlich auch für Käsekuchen. Ja, das ist hier dieses ganze Kabelwirrwarr. Ich mache natürlich dann die Geschichte über eine LAN-Verbindung. Ich habe immer so ein 40, 50 Meter LAN-Kabel dabei, damit wir das eben nicht übers WLAN machen, weil wir für eine gute HD-Qualität halt dann auch einen entsprechenden Upload benötigen von 5 Mbit pro Sekunde. Da hinten steht dann die Logitech Conference Cam. Das ist so eine, die hat so oben so einen Kugelkopf und das Ganze lässt sich um 180 Grad drehen. Man kann das auch zoomen, sehr nett, mit einer Fernsteuerung.